Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. ja, wir sind jetzt aktuell im Phantasialand, also falls ihr das sehen wollt, schaut doch mal auf Insta vorbei. Jetzt ist Freitag und ursprünglich wollten wir eigentlich kein Video rausbringen. Genau, aber wir hatten ja mal gefragt, wie findet ihr die Idee mit den Reactions, und wir haben relativ gute, positive Resonanz von euch bekommen. Ihr findet das, glaube ich, ganz cool. Und ja, jetzt ist hier der nächste, wo wir drauf reagieren werden. Aber keine Panik, wir werden jetzt nicht nur Reaction machen. Es wird jetzt auch am Samstag oder am Sonntag ein separates Video noch zusätzlich kommen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei und auf Insta auch. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Oh je, fängt ja schon gut an. Und ja, welches Video schauen wir uns denn heute an, Vivi? Und zwar, ja, der Hansa-Park Vlog Teil 1, Vivis Vlog. Und zwar waren wir da zum allerersten Mal im Hansa-Park, aber nicht alleine. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Wir fangen erstmal an, und zwar, ich würde sagen, wir starten, ne? Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Haare wieder voll lang, aber voll kaputt. Also erstmal ein bisschen finden wir uns gerade im Theater. Hammer. Auf einer Premierenfeier. Genau, man muss wohl jetzt... Es war halt ein bisschen chaotisch, also wir haben das ganz knapp gemacht. Wir haben uns da das erste Mal, können wir auch schon spoilern, mit Lars getroffen. Genau. Und wir sind quasi in der Nacht losgefahren. Wir hatten nämlich noch 22 eine Uhr gerade. Theaterpremiere an dem Tag. Und sind quasi aus dem Theater nach der Arbeit direkt losgefahren. Um 22 Uhr sind wir losgefahren. Hammer. Aber heute geht's los, und zwar in den Hansa-Park. Guck mal, ich habe hier noch rote Strähnchen von dieser Färbung. Heute Nacht los. Mit Kreppband. Ja. Du auch ein gutes Video, könnt ihr euch auch mal anschauen. Vivi hat sich die Haare mit Kreppband gefärbt. Ja, super. Eventuell schlafen wir noch im Auto oder machen eine kurze Pause. Genau, wir können mal kurz ein bisschen vorspulen. Disco-Licht. Genau, dann haben wir... Ja, wir haben jetzt ungefähr also fast die Hälfte schon geschafft davon. Boah, sehe ich dann müde aus. Dann fahren wir jetzt noch so ein Stündchen ungefähr. Ja, aber es ist ja jetzt auch bestimmt schon 2-3 Uhr nachts da in der Szene. Und genau. Dann fahren wir noch ein Stündchen weiter oder anderthalb, je nachdem. Also wir wollten halt früh losfahren, damit wir es auch pünktlich schaffen, weil wir haben halt, Markus und Irene sind ja auch da gewesen oder sind ja auch mit uns gekommen. Und wir wissen halt, dass es da in Hamburg hin halt immer mega viel Stau ist, und weil wir das umfahren wollten, haben wir gesagt, fahren wir nachts los, damit wir morgens nicht so früh losfahren müssen. Sonst hätten wir, ich glaube, 4-5 Stunden geschlafen oder 4 Stunden geschlafen und hätten dann wieder losfahren können. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir das anders, fahren wir direkt los. Das ist auch ein gutes Standbild. Fertig aus nach dem Motto, what the fuck. Wird's kritisch auf der Bahn. Schönen guten Morgen. Alter. So gepennt. Ja, das war was. Also ich hab ehrlich gesagt, möchte ich das glaube ich nicht mehr machen. Das war das erste Mal, dass wir in einem Auto geschlafen haben. Das war das erste und ich hoffe nicht das letzte Mal, dass wir in irgendeinem Auto geschlafen haben. Es hat einfach zeitlich nicht funktioniert, weil wir hätten uns auch kein Hotel nehmen können. Also es hätte nicht funktioniert. Es war wirklich klar, man hätte sagen können, man geht früh ins Bett, aber es ging ja nicht wegen Kevins Arbeit. Und dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir das so. Ups. Ja. Ich hab 2 Stunden. Ich bin so fertig. Wie ich aussehe. Ich habe ein richtig geschwollenes Gesicht. Das Problem ist, also ich springe mal nochmal so ein bisschen vor. Genau, wir haben halt. Wir sind am Hansa-Park gerade schnell vorbeigefahren, weil wir nämlich jetzt zum Restaurant, zum Goldenen M gehen. Weil wir waren bei Meckes. Wir lassen erstmal ein bisschen. Noch ein bisschen was frisch machen. Und oh Gott, ich sehe aus, das ist ja nicht mehr normal. Okay, wir müssen es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen fresh machen. Da haben wir gefrühstückt, sehr nahrhafte Nahrung. Vivi ist immer noch nicht fitter. Und ja, wir haben einen McDonald's dann da auf der Strecke gesucht quasi. Und gefunden. Und haben uns dann da die Zähne geputzt und ein bisschen Früchte auf der McDonald's-Toilette gemacht. Aber kann man halt auch mal machen. Gibt schlimmere Sachen. Wir jetzt ja nicht. Wir waren damals ja noch jung, ne? Das würden wir heute nicht mehr jetzt machen. Sind wir steinalt, jetzt sind wir mit steinalt. 30. Ja, ja. Nein. Mach mich nicht älter, als ich bin. Fast 30. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mehr freue. Auf dem Hansa-Park oder auf meinem Bett. Nein, Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf den Tag. Verständlich. Auf jeden Fall. Hier McCafé. Und zwar. Was war das nochmal? McToasty. McToasty. Heißt das so? Ich würd gar nicht so viel vorspulen. Okay. Ja, gleich kommt's. Wir sind endlich angekommen. Jetzt geht's zum Hansa-Park. Auch cool, dass der Hansa-Park einfach so eine Rolltreppe hat. Ja, ich jetzt so viel getroffen habe. Guck dir, der Markus, der war noch einen halben Monat jünger als wir. Da sind die Senioren ja richtig jung noch. Hast du das gedacht,
Schau dir das mal an, hier, der Markus blüht richtig vor Jungheit. Aber du siehst jetzt auch wieder fit aus. Ich sehe auch wieder, klar, weil Markus da ist. Schönes Wetter, schöne Menschen. Das hätte ich nicht auch gedacht. Und ich so Energy-Trink im Hintergrund. Das ist der zweite, den ich hier treffe. Ich habe gestern schon jemanden hier getroffen. Und ich habe denselben Pulli. Nein! Ja, ich habe einfach meinen Zuschauer gestern zufällig getroffen. Wie geil damals, wir haben so einen Zuschauer getroffen. Nein, echt, ja krass. Und heute so voll normal, also was heißt ja, normal, voll, aber... Kommt häufiger vor, dass ja, man uns erkennt oder dass man uns anspricht. Ja. Klein noch die Welt ist, ne? Aus Aachen. Nee, auch aus Aachen. War auch unser erster Hansa-Praxis, das habe ich ja schon erwähnt. Ja, das war der einzige und der erste und letzte, ne? Wir waren ja noch nicht mehr da. Das ist stimmt. Wir waren nur einmal mit unserem. Ja, ah, der Lars! Da war der Lars auch noch junge 21. Der ist, so Lars wie jetzt. Ist halt immer 21. Der ist eigentlich. Guck mal, Kevin lacht schon im Hintergrund. Meine Güte. Guck mal hier. Wen, wer ist noch hier? Ne, hier? Also, ja, wo, hä, wer denn? Wir sind im Heidepark. Im Heidepark sind wir. Und wer ist immer im Heidepark? Ja, zum Glück waren wir nicht im Heidepark, Joe. Ich hab keine Ahnung. Wo ist immer im Heidepark? Der war mal im Heidepark. Der war ja im Heidepark. Der war mal. Ist ja nicht aktuell, ne? Schöne Grüße an Merlin. Der liebe Lars ist hier! Yeah! Yeah! Looping! Abschluss! Jawoll! Eva! Gratis! Die Sonne scheint. Man muss ja sagen, der Lars ist halt wirklich so. Er ist nicht nur so, wenn die Kamera an ist. Ja, wenn die Kamera aus ist, genauso wie wenn die Kamera an ist. Aus ist, ist er halt echt auch so. Ist der Hammer. Ja, wir hatten viel zu lachen. Sehr viel zu lachen. Und jetzt Lars dabei ist. Ja, okay, ja, aber Lars... schöne Menschen, schöne Menschen, schönes Wetter. Ja. Komisch, ist bewölkt. Soll ich mir jetzt Gedanken machen? Ja, Lars, solltest du dir. Das kommt auch noch. Die Sonne kommt raus. Hammer. Ich kann sagen, ich habe extra Wolken gestellt, weißt du? Das ist besser für Aufnahmen. Da ne? Ich noch, ich war ja noch nie im Hansapark. Und was? Das, nee. Was noch nie im Hansapark? Ach Gott, da haben wir zweimal gefilmt. Shame over me, bitte. Shame over me. Was für ein Effekt. Wir haben jetzt hier einen guten Führer. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Ja. Ich sag gerade so, was passiert jetzt? Wie ist es geschnitten? Wir sind in guten Händen, würde ich sagen. Ne? Ah, ja. Auf jeden Fall. Ich verlaufe mich garantiert, aber dafür habe ich... Das war der Moment, wo Lars nur einmal mit seiner Jahreskarte da war und dann nie wieder, ne? In dem Jahr. Nee. Also Markus hatte, glaube ich, eine Jahreskarte dafür extra geholt, aber ich glaube, Lars hatte auch eine Jahreskarte. Ja, aber er war auch so selten da. Also letztendlich waren wir alle aufgeschmissen. Lars dabei, dann kann ich immer sagen, er war schuld. Wo ich sagen, ich kenne ja überhaupt nicht aus. Ausgang, ah! Ausgang, weiß ich nicht, rechts, aber wir kennen die Security hier schon. Das ist schon mal... Aber was hast du gefunden? Also falls ihr irgendwie Probleme habt... Nein, ich glaube, wir hatten das schon, die G5X-Karte, glaube ich, schon, ja. Aber wir haben halt für den Wind die Ligier genommen, weil es da auch so sehr wenig ist. Wir waren gerade auf dieser Bahn drauf und war ganz mies. Das habe ich oft gemacht. Wir waren gerade auf irgend sowas drauf. Ich meine, das machen wir heute noch, ne? Aber da war es extremer. War eine wunderschöne Rundfahrt. Ja. Ja. Und auch wieder ordentlich Spaß im Zug. Wo gehen wir? Wo? Gut, dass ich noch eine habe. Welche Richtung? Gerade rüber. Diese Richtung gerade rüber. Gut. Genau. Okay. Am Hanse-Flieger vorbei. Links. Hanse-Flieger. Da gehen wir auf jeden Fall. Hast du das Make-up schon? Nein, noch nicht. Es ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Ist sehr gut. Weiß ich nicht. Kennst du noch nicht so. Dahin. Wir gehen jetzt zu Nessie. Das habe ich abgelesen übrigens. Ist halt auch schwierig, aus dem ganzen Tag die ganzen Attraktionen zu kennen. Ja. Klingt doch schon mal ganz, Finde ich auch. Finde ich auch. Und erstmal zu Nessie. Ja, im Hansapark darf man halt leider keine Onrides machen. Das ist halt immer sehr, sehr schade. Nee, ist leider verboten. Aber ja, zu Nessie, was soll man da sagen? Ist es eine schöne... Können wir auf Pause machen? Wir können auch ein bisschen lauter reden. Ist eine schöne Achterbahn, ja, oder? Ja, fährt sich gut. Kann man mal machen. Schon mal ein bisschen vor. Na, wir können ja ein paar schöne Bilder sehen. Du mit deinem Vorsprung andauern. Ja? Hier siehst du schön den Looping. Guck dir das mal an, wie abgepasst. Voll cool. Guck mal, Nessie war cool. Das war richtig schön. So ein Looping und so. Er war so ein Looping. Du bist Bescheid. Also keine GoPro und so. Aha. Die haben da richtige Adleraugen. Ja, die sind halt echt richtig streng im Hansapark. Ein bisschen schade. Und dann werden die halt auch ab und zu unfreundlich. Also ich verstehe das, wenn die das tausendmal am Tag sagen müssen.
Aber es ist halt trotzdem blöd. Gehen wir auf den Rasen, Roland, wo man sich angeblich alle Knie aufschlägt. Ja, das war eine richtig schlimme Achterbahn. Ich weiß das nicht mehr. Wir müssen aber zum Hansapark, ganz dringend. Genau. Vielleicht bald. Soll ja ein neuer FIFA-Tower aufmachen. Ach, echt? Was hat er gesagt? Er grüßt irgendwie Finn. Grüße Finn, wenn du das siehst. Das ist nochmal so ein paar Jahre später. Aber es hat gar nicht geschlagen. Ich glaube, muss ich an einer guten Polsterung, weil ich neben Kevin saß. Ach ja, danke schön. Oh. Aber was? Damals war die Polsterung noch nicht so extrem wie jetzt. Was soll das denn heißen? Guck mal, der fliegende Hai. Den gibt's schon nicht mehr. Ja, ist auch sehr schade, dass es den fliegenden Hai nicht gibt. Ja, da muss Kevin mal direkt auf Pause machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt vom Abtransport. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen auf Insta. Ja, ich finde sowas immer schade, weil es war ein nettes Fahrgeschäft und hat ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich glaube, davon gibt es später auch noch Aufnahmen in dem Vlog. Und filmt da irgendwas? War gerade auch in der Kabine drin? Chaos pur. Ach stimmt, da hat er das Steuerpult gefilmt. Ja. Vielleicht veröffentlicht er das ja irgendwann jetzt nochmal. Vielleicht, ne? Jetzt ist er eh kaputt. Wenn er Lars die Aufnahmen noch hat. Weg, nicht kaputt. Weg. Nicht kaputt. Genau, bitte. Wenn der Lars die Aufnahmen noch hat. Bestimmt. Ja. Ah ja, und die Sonne ist übrigens doch rausgekommen. Und zwar hat es nämlich eine Zeit lang immer sehr schön geregnet. Nein, es hat nicht geregnet. Aber der Lars ist ein bisschen schöner geworden und dann hat es geklappt. Schöne Menschen, schönes Wetter. Ja, das stimmt. Wieder alle am Filmen. Jahre 2030. Obwohl, das geht noch. Also wenn wir teilweise mit noch mehr YouTubern unterwegs sind, sind halt wirklich noch mehr Leute am Filmen. Ja. Sieht immer sehr lustig aus, wenn da irgendwie 4-5 Leute mit der Kamera da stehen. Ja, aber man muss sagen, das war das erste Mal, dass wir mit mehreren YouTubern wirklich weg waren. Ne? Also mehreren, mit zwei anderen halt. Das war halt also die Anfangszeit. Oder sind einfach nur große Schisser. Das war schon echt ein cooles Spaß. Spaß zu haben an der ganzen Sache. Wie sich dieses Ding hier gefühlt. Ah, und Looping. Und Looping, da gab's so Looping. Aha. Was, da hinten, da ganz oben, da siehst saß du das ich drin. Noch? Ja, na logisch. Du hast die Aufnahme bestimmt gemacht. Theoretisch hätte ich da auch drin sitzen können, weil ich auf die Enterprise gehe. Ja, aber die Enterprise dreht sich ja deutlich schneller. Weil da hast du ja viel mehr Hangtime. Jetzt gehen wir zum Fluch von Novgorod. Ich finde die gut. Das kann man ja spoilern, besser als Kern. Fand ich jetzt, wegen den Effekten. Also ich finde Kernan deutlich besser. Aber ist halt auch alles Geschmackssache. Aber 10 Minuten Wartezeit, also wir hatten dann doch einen leeren Tag da bestimmt. Ja, mega. 10 Minuten Wartezeit. 10 Minuten Fluch von Novgorod. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht so gut wie du. Was für eine Konversation war das? Die wollten mich allein da reinschicken. Wo? Ja, jetzt ist es weg. Also es war wirklich richtig geil, die Bahn. Hammer, die war wirklich klasse. Also die war schnell, die war rasant und ich kannte sie ja auch noch nicht. Also ich glaube, so würden wir heute nicht mehr reden. Richtig oder? Cool. Geht aber ja, man kann das ja vergleichen mit ja, wie du es jetzt aber und früher. Wir gerade laut Markus hier da hinten ist auch gerne auch mal schlafen. In diesen Ferienwohnungen. Ja, haben wir auch mal überlegt, da eine Ferienwohnung zu nehmen. Aber die sollen wohl sehr, sehr preiswert sein. Sehr teurer ja, teurer sehr sein. Hoch, ja. Das Hansapark Resort. Und also das ist anscheinend doch nicht vom Hansapark. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich war damals schon bestens informiert. Mir hat der Lars immer irgendwas zu wissen. Kernan! Aber da hatten die noch nicht den Turm thematisiert. Aber die Warteschlange war hinten schon thematisiert. Achso, da gehen wir jetzt drauf, genau. Ja, aber der Turm noch nicht. Die Musik. Was hast du gegen die alte YouTube-Musik? Ist doch cool. Muss ich nochmal verwenden. Super. Ja, wenn wir nochmal irgendwann im Hansapark sind, ne? Kannst du dafür nochmal verwenden. Ja, guck mal, ist das nicht eine schöne Bahn? Ja, die ist auch schön. Ist das nicht schön? Freue ich mich, die wieder zu fahren. Ich finde es halt echt cool, wenn du halt oben auf dem Lift bist und dann fällst du ja ein Stück runter. Das weiß ja mittlerweile eh jeder. Was? Du hast gerade gespoilert? Ja, dann geht's wieder hoch
Und dann, wenn du auf oben direkt rausfährst, du wirst komplett aus dem Sitz gerissen, wenn du hinten sitzt. Gibt es da auch so ein Looping? Spaß. Beiseite. Ja, aber nur ein Looping, wo man stecken bleiben kann. Ja, stimmt. Ja, Hammer. Guck mal, Leute, genießt mal Kerne. Ne? Weil gerade fährt alles nicht. Off-Season. Ich muss ja noch off-Season. Da gibt es ja echt Leute, die wirklich richtig schlimm sind. Ja, die sind echt. Das ist, eigentlich ist es nichts Schlimmes. Kann man mal überleben. Ja, Kernon, will ich mal so sagen. Kernon war mal gerade. War echt cool. Also, ich hab ja vorher nichts gesehen. Oh, Kernon, war echt, echt cool. Gute Bahn. Ich war sowas mal sehr gerne überraschen lasse. Und, das mache ich heute noch. Ich gucke mir heute nicht gerne On-Rides von Bahnen an, die noch nicht gefahren bin. Ach, sagen Sie, sind total weit weg. Ja. Wo man ähnlich hinkommt. Shanghai, Amerika. Oder nicht so schnell hinkommt. Ich weiß, dass der nach unten sagt. Also, irgendwie konnte ich mir das schon so ein bisschen denken. Aber es war wirklich. Boah, ich war schon schlau früher. Was konnte ich mir denn denken? Ja, weil du hast in meinem Leid ist ja klar, dass wenn du stehen bleibst, ja, dass dann irgendwas passiert. Ja. Und dass du dann runterfällst, ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich dann. Ja. Ja. Wirklich auch cool thematisiert von mit der kleinen Küche. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich, glaube ich, neben Markus gesessen habe. Und Markus, er hat total Panik hat vor Höhe und dann hängen wir da so. Und ich glaube, ich mit Markus geredet habe und dann irgendwie gesagt habe, dass ich das mega unbequem finde und Markus auch so am Leiden war und wir uns gefühlt da so festgekrallt haben. Obwohl nichts passieren kann, aber weil wir so, du liegst ja so halb mit dem Kopf nach, also so gefühlt. Also du hast ja, der Grad ist ja mehr. Ist, es ist nicht total bequem. Nee, ist überhaupt nicht. Markus und ich so, krallst du dich auch gerade fest? Ja, das weiß ich nämlich noch, wo wir uns da irgendwie festgekrallt haben. Scheuert. Ja, so zur wilden Maus oder so, ne? Sieht so aus. So. Sieht so aus wie die wilde Maus. Aber auch dieser ganze Staub, der ins Auge fliegt, ist super. Da werden wir jetzt drauf gehen. Ja, da war Kevin auch übrigens auch noch nicht so derjenige, der gerne gefragt wurde. Crazy Maus war sehr Stimmt, ich habe bisher noch nichts gesagt. Nee. Vielleicht sagst du einen Satz wie beim Stromausfall. Ich glaube, wir müssen den ersten Vlog uns anschauen, wo ich gevloggt habe aus dem Phantasialand. Ja. Weil das war, glaube ich, der erste Vlog, wo ich auch wirklich viel geredet habe. Ja, das müssen wir mal machen. Das ist so ein einfaches Fahrgeschäft, eine Attraktion. Ich finde die immer so lustig, auch wenn wir da manchmal zu zweit drauf sitzen, das dass wir so da so geil. Abheben oder so voll in die Bande reinhauen. Oh ja, und einfach mega nass werden. Falls ihr eine Idee habt für ein nächstes Reacten-Video, könnt ihr das auch einfach in die Kommentare schreiben. Wo, genau. Wenn ihr ein Lieblingsvideo von uns habt, was wir uns mal anschauen sollen im Nachhinein, schreibt es in die Kommentare und vielleicht nehmen wir das mal dran. Ja, genau. Der Lars. Der Markus ist mit sowas, glaube ich, noch nie gefahren, oder? Ich weiß es nicht. Uns noch nie. Markus, falls du dieses Video siehst, bist du auch schon mal gefahren? Also mit uns? Noch nicht. Mit mehr Zeit, du musst das irgendwann mal nachholen. Ja, ist ja auch gut. Wer hat das Video denn geschnitten? So ein Mist aber auch. Lang. Ja, echt, ohne Scheiß, warum? Was hast du? Voll überflüssig, voll überflüssig. Ich hab ja gesagt. Du hast ja gesagt, oh mein Gott, er hat ja gesagt. Wir gehen jetzt auf Super Splash. Nee, Markus ist nicht der Super Splash. Ah, da weißt du noch die Stelle da, wo auf einmal ganz viele Teenies ankamen? Ja, das war. Aber ich glaube, ich kannte einer und dann kam die ganze Schulklasse an. Ja, weil die alle ein Video, es war so eine Schulklasse mit, ich glaube, 15 Mädels. Und also die kamen auf uns auf mich zugerannt, weil die einen Vlog gesehen haben. Ich glaube auch Phantasialand, irgendein Stromausfall oder so, irgendwas haben die gesehen. Und haben uns dann sich wohl mehrere Videos angeguckt und haben uns dann im Hansapark gesehen und sind voll ausgerastet. Ich musste mit allen 15 so Foto hier, Foto da, das war jetzt. Ich glaube, der Markus hat davon eine Aufnahme. Irene hat gefilmt. Ja, aber ich glaube, wir haben die Aufnahme nicht bekommen. Nee. Ah, doch, wir hätten die bekommen, wir wollten es nicht reinschneiden. Die Wildwetterbahn, da gehen wir dann doch, doch, wir wollten es irgendwie nicht reinschneiden. Hui! Da sind wir doch auch krass nass geworden. Ist halt auch keine Schönheit, gell? Ja, oder? Nee. Sind wir hier nicht bei der Welle mega nass geworden? Ich weiß es nicht. Feucht-fröhlich Angelegenheit. Ach so. Oh, ja, doch. Ja.
Guck das mal da. An hier. Das sind alles Wasserflecken. Alter. Das sind alles Wasserflecken. Aber da hast du echt noch gut in Erinnerung, dass wir da richtig nass geworden sind. Weil wir gucken schon, dass wir uns die Videos vorher nicht angucken. Ja. Also das ist das ja auch. Aber ich kann mich daran erinnern, dass, ich weiß nicht, ich glaube, ihr saßt vorne. Ich saß hinten rechts, soweit ich weiß. Und vorne links saß Markus. Und dann wurde, glaube ich, klitschnass von der Welle, der um die Kurve ging. Aber nicht vom anderen Boot, oder? Nee, von unserem. Das ist nicht normal. Und das ist rundherum, das ist hier rundherum, da rundherum. Die Jacke erkennt man auch hell und, also hell und dunkel. Okay. Und das Alter. Gesicht kann man auch unerschrecken. Es ist kein Schweiß, es ist Wasser. Aber der Markus mag herrlich, auch gerne Wasser. Also ich habe Aktion mit dem gemacht teilweise. Wo wir einfach pitschnass waren. Eher so unten. Hier unten. Also, und ich habe noch die zweite Bugwelle gesehen, weißt du? Die kam uns nochmal direkt schön in die Fresse nochmal. Ja, und du gehst eigentlich, ne? Ich glaube, hatten wir auch hier. Alles ja. Wir saßen ja auch in der zweiten. Du hast gesagt, alles gut. Ist gut, so viel Wasser. Aber ich glaube, jetzt gehen wir noch. Ich kann mal richtige Strichliste führen, wie viele Wörter ich sage. Du hast, ja, und mein Statement. Hast du denn das Produkt schon getestet? Nee, noch nicht. Ist nämlich neu. Auch noch nicht. Also, wir haben ja mit Make-up-Videos angefangen und vielleicht sollten wir das auch mal wieder testen. Ja, total. Hier, kannst du direkt überspringen gehen. Achso, okay. Also, könnt unten den Link verwenden. Und dann so, die beiden sind auf jeden Fall noch nasser geworden, als sie vorher sowieso schon waren. Ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Nach Hause, ich schmeiß wieder nach Menschenkörper. Ich glaube, da hatten wir sogar noch die Delfine im Park. Und, ja, die Robben. Die gibt es ja angeblich selbstgemachte Waffeln. Die gibt es jetzt noch nicht mehr. Das war der einzige Hate gegen den Hansa-Park, waren die Robben. Ja, zumindest negativ Kritik. Ja. Genau, zu humanen Preisen auch noch. Dafür gibt es einen Daumen nach oben. Von Also die Essenspreise im Hansa-Park sind echt... Gefällt mir und Kevin auch so Daumen hoch. Die Essenspreise im Hansa-Park sind halt echt richtig fair und sehr, sehr preiswert. Super. Also Preis-Leistung stimmt da vollkommen. Ja. Ui, guck mal, das sieht ja richtig geil aus. Oh. Karamellwaffel. Und wie teuer war das Ganze? Ich habe 1,50 bezahlt. Auch irgendwas mit 2,70 und 3,70 oder so, ne? Ja. Also ihr hört es voll Leute, fair für einen Freizeitpark, geht billig. Das vollkommen in Ordnung. Ja. Super. Nein, zum Essen lohnt sich im Hansapark. Ich sag jetzt mal die Schattenseiten vom Hansapark. Ja, das war das. Das ist wirklich ein super guter Park. Hat mir unheimlich gut gefallen und jetzt schaut mal hier. Ja. Das ist Hello halt. Darkness, das my friend. Oh Gott, oh nein, ist das süß. Och, er hat die armen Dinger. Das ist halt echt schade und das Video ist von, wann haben wir es hochgeladen? 2016. Also ich weiß nicht, wann sie es abgeschafft haben, aber also 2016 haben schon, finde ich, sowas nicht mehr in den Freizeitpark gehört. Nee. Früher war es ja üblich, dass man irgendwie damit noch Gäste in den Park locken musste oder so. Aber es ist halt schon echt schade und der Hansapark hat sich davon ja mittlerweile auch zum Glück distanziert. Durch die Gegend, das ist doch viel zu klein. Ja, ist es. Ich verstehe das nicht. Und ich filme das auch noch. Heute will ich das gar nicht mehr filmen. Das Becken ist zu klein, ich weiß nicht, hier geht's noch weiter, nicht? Aber selbst wenn es sehen wenigstens alle, dass das sehr klein war im Hansapark. Diese Robben müssen raus. Meiner Meinung nach, diese Robben gehören nicht in einem Freizeitpark. Es gehört einfach nicht rein. Nee, viel Spaß. Nee, nee. Die Herren gehen jetzt tatsächlich nur die Herren, weil wir Damen bleiben nämlich hier. Damenpower. Dieses Rundfahrgeschäft hier. Ah, warum war ich denn da nicht mit? Was, auf dem Wellenflug, sagst du? Heißt der so? Hieß der so? Da habe ich mich, glaube ich, einfach wieder mal keine Ahnung. Hast du einfach versprochen. Hat sich überhaupt irgendjemand mich korrigiert? Nein. Markus und Lars waren nicht da, du warst auch weit weg. Es konnte mich niemand korrigieren. Und Irene hätte das auch genauso gesagt, nicht? Ja. Okay. Was? Blumenmeer-Bootsfahrt. Titanic? Blumenmeer-Bootsfahrt, die Wildwasserfahrt. Titanic guck mal, oder? Mal winken, mal gucken, was passiert. Hallo? Ob die zurückwinken? Keine Reaktion. Warum nicht? Wir sind gerade auf jeden Fall. Oh Gott, auf einem untergehenden Schiff, das ist wirklich ganz knapp, weil die sind einfach viel zu schnell. Aber wir haben dann noch oft mit beiden Kameras gleichzeitig gemacht. Ja? Wir haben mit der Sigria hauptsächlich gewielert.
Wir haben uns geküsst. Das nennst du küssen? Ja. Okay. Wir haben uns Liebe und Zuneigung gegeben. Du hast meinen Haaren Liebe und Zuneigung gegeben. Ja, du hast ihn so. Ach, guck mal hier, der Markus gibt den Lars auch Liebe und Zuneigung. Nein, das fühlt sich aber noch richtig schön hart an. Ja, das muss härter sein. Da hätte der Markus einfach ein bisschen länger anfassen müssen. Vielleicht wären die Haare dann härter geworden. Ja, mein Gott, man weiß ja nicht, was Lars Haare so treibt. Das schneide ich raus. Das Schlusswort. Nee, da wird nichts rausgeschnitten. Nee. Was das denn gerade? Oh, Hamburg ist so schön. Das ist nicht Hamburg. Hansapark. Genau, Blick auf den Hansapark. Hier hast du da ja Blick auf den Hansapark. Ja, aber auch noch auf die Landschaft. Aber man muss halt auch sagen, man hat ja auch oft in diesen Türmen, dass man überhaupt nicht gut filmen konnte, aber da ging es, glaube ich. Da müssten eigentlich jetzt auch hier ein paar Außenaufnahmen kommen. Oh. Also wir kriegen ja häufig Feedback, dass wir mehr Musik verwenden sollen, aber da war es echt noch eintönig zu der Zeit. Ja. Ja, Tatsache. Ist halt, Leute, es ist halt echt nicht einfach, Musik zu finden. Der Fliegende halt. Oh, da fliegt er noch. Ist halt schon geil, aber hier so die Hochhäuser, Personal bestimmt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hansapark ist schon schön. Oh. Okay, können wir mal weitermachen? Was wird er jetzt? Ja. Mein Gott. Geht das schon wieder runter? Ja. Geht das schon wieder runter? Videomaterial. Festzuhalten. Was machen die denn da? Weiß ich nicht. Das ist immer ein Vorsprung. Ich krieg da wieder nichts mit. Nur weil du so ungeduldig bist. Ja, mein Gott. Jetzt skippen. Jetzt reiß dich doch mal an dem Riemen. Und jetzt habe ich auch noch nicht geskippt. Hier sehen Sie einen Markus, der ein Eichhörnchen fängt. Ach, ein Eichhörnchen filmt der Markus. Du hast mehr geredet als du. Ein Eichhörnchen filmt der Markus. Du hast mehr, es ist ein Videomaterial. Festzuhalten. Damals hatte ich schon die Phantasialand-Tasche. Ich glaube, die sind da noch mal eine Runde gefahren. Haben sie wenig mitgefahren? Ich weiß nicht. Ja, genau. Sind wir doof, dass wir nicht mitgefahren sind? Wir checken gleich ins Hotel ein. Dann zeige ich euch auch mal kurz, wie das Hotel aussieht. Das zeige ich nicht. Morgen. Okay. Ich bin gerade, Kevin ist so tot. Wir beide, wir zeigen euch morgen das Hotel. Wir sind richtig tot, wie wir aussehen. Gleich noch. Sind auch sehr ruhig. Wir noch essen gehen später mit den beiden. Also mit Markus und mit Irene. Ja gut, aber wenn man nur gefühlt voll wenig, zwei Stunden geschlafen hat. Hammer. So, das war's aus dem Hansapark für diesen Tag. Morgen geht's natürlich weiter. Aber ohne den Lars sehen wir erst abends wieder. Ja, wir sehen uns abends wieder. Ne? Genau. Erst im Dings und dann bei mir. Deinem Dings. Erst Dings und deinem Dings. Kaffee des Schule. Genau. Erstmal Kaffee des Schule, erstmal was essen, was fressen. Und dann. Und dann machen wir jetzt ab. Dann geht's ab. Dann schauen wir mal. Sein Kanal verlinke ich auch wieder in die Infobox und ich würde sagen, tschüss Hansapark. Tschüss Ostsee. Hast du sogar verlinkt? Ja, hab ich ja gesagt. Ich nicht wegen dem anderen Unfall. Ich wollte euch nur sagen, das war der erste. Ich habe gerade verstanden, wegen dem Unfall. Wir waren noch mit Markus und Irene ganz gemütlich, lecker. Noch Italiener, glaube ich, war das nur Essen. Also früher ist uns schon passiert, dass wir die Videos nicht ordentlich an dem Tag beendet haben. Wir hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Hotel da vor Ort und waren noch lecker essen. Wir waren halt total am Arsch dann noch, aber das haben wir jetzt ja häufiger noch erwähnt. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein an dieser Stelle. Ja. Falls ihr eine Video-Reaction-Idee habt von unserem Kanal. Für unseren Kanal. Schreibt es ja auch von unserem Kanal. Genau, also am besten unser Video, wo wir drauf reacten können. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut auf Instagram vorbei und das nächste Video müsste dann das neue Zimmer aus dem Phantasialand sein, wenn alles gut geht. Drückt uns mal die Daumen und schaut auf Insta vorbei, dann seht ihr das, ob wir schon im neuen Zimmer schlafen. Oder euch noch nicht. Viel Spaß auf YouTube und wir sehen uns im nächsten Video bei. Bei uns, Bing. Ja, was haben wir schon gesagt? Viel Spaß bei dem Video, wo auch immer ihr dieses Video seht. Bis dahin. Tschüss.
Ich muss nicht jemand ausmachen. Ja, das ist ja kein Problem. Nee? Gehst du hier unten da? Guck, jetzt können wir lächeln. Tschüss. Kannst du lächeln. Tschüss. Du, also man muss hier nur auf den... auf den, also lächelst du nur... Ah, ich schau gar nicht in die Kamera. Aha, tschüss. Tschüss.